Hallo, herzlich willkommen zu den Literaturshorties der Buchhandlung Boysen und Mauke. Heute habe ich mir überlegt, möchte ich Ihnen gerne eine kleine besondere Reihe vorstellen, die ich für sehr gelungen halte. Erschienen ist sie im Reclam Verlag. Wenn wir Reclam hören, denken wir ja oft hier an diese kleinen leuchtend gelben Hefte, die wir aus den unterschiedlichsten Kontexten kennen. Bei Reclam ist aber auch eine kleine Wissenschaftsreihe erschienen, diese hier nämlich. Sie heißt Was bedeutet das alles? Und sie versammelt auch in Form dieser kleinen Heftchen Aufsätze und Essays aus zum Beispiel theoretischer oder auch praktischer Philosophie, Politikwissenschaft und so weiter zu eigentlich zeitaktuellen oder auch immer aktuellen Themen, zum Beispiel dieses hier, Werfen wie ein Mädchen, eins der zuletzt erschienenen Heftchen. Es erscheinen eigentlich pro Jahr sehr zuverlässig bis, ich schätze mal, 10 bis 12 neue Aufsätze. Dieses hier enthält zum einen den Klassiker, diesen Aufsatz, der mittlerweile, ich glaube, in den 80ern im Original erschienen ist. Zusätzlich aber auch einen weiteren Aufsatz, der ein bisschen genauer Bezug zum Werk der Autorin nimmt. Und dann gibt es hier noch sowas, sehr aktuell oder auch immer aktuell, Machiavelli. Oder aber auch, wenn das etwas technischer sein soll, künstliche Intelligenz. Oder sowas. Finde ich echt super und super interessant. Nicht immer ganz einfach zugänglich, schon ab und zu eine Herausforderung, aber eigentlich Bildung und Horizonterweiterung in Reinform sehr zu empfehlen.